Hallo meine Freunde, wir haben ein neues Problem an unserem Audi C4. Und zwar ist er etwas inkontinent. Das wird eine schwierige Reparatur, deswegen hilft mir Veronika. Hier erkennt ihr das Problem, da oben ist die Ventilkammerdichtung leck. Das hat ja erst 500.000 Kilometer drauf und das Öl läuft auf den Krümmer. Macht einen guten Geruch. Als erstes machst du die Verkleidung weg. Die hat 4 so Schnappverschlüsse, jeweils um 90 Grad drehen. Etwas andrücken und um 90 Grad drehen. Dann könnt ihr die Verkleidung abnehmen. Ihr müsst die Entlüftung von dem Nockenwellengehäuse wegmachen. Dann machen wir erstmal die Schelle da oben weg. Da müsst ihr die Schelle nach hinten abwackeln. Okay, gut, weg ist sie. Dann kommt der Schlauch runter. Wenn der nicht will, müsst ihr ein bisschen mit dem Schraubenzieher schieben. So, die Seite hätten wir schon mal. Jetzt muss noch die Unterdruckleitung zum Bremskraftverstärker raus. Auch hier machen wir erstmal die Schelle auf und zwar ein schönes Stück, bis sie groß und weit wird. Dann ziehen wir den Schlauch hier auch ab. Hier kann er raus. Hier kann er raus. Ah, wunderbar. Den Kabelbinder wegnehmen. Perfekt. Dann haben wir noch einen Stecker. Der muss auch noch runter. Die Stecker haben hinten immer so einen Clip. Den müsst ihr drücken. Und dann geht er nach vorne ab. Für die Ventilkammer braucht ihr einen langen 5er Imbus. Genau den. Selbst mit dem langen kommt man hier nur schräg bei, deswegen demontieren wir noch die 2 Halter. Perfekt. Und weiter. Gut. So, genau. Und den Halter nehmen wir auch noch mit. Die gleiche Nummer hinten. Perfekt. Und auch diesen Halter aus dem Wagen. Oh, sehr gut. Dann können wir die Leiste hier abnehmen. Da hat man nämlich den erst richtigen Platz. Sehr gut, die knacksen richtig. Nach 500.000 Kilometer. Jetzt kommt die da unten drin. Gut. Die Schrauben macht er schön über Kreuz wie ein Zylinderkopf auf. Okay, reicht. Dann geht es hier unten weiter. Okay, reicht, ist gut. Gut. Und die letzte. Okay, die hat nachgegeben. Gut, gut, gut. Genau, und schön halben Kreis. Gut, reicht schon, die nächste. Gut, die ist auch lose. Wenn sie mal lose sind, geht es mit der Hand weiter. Gut, und jetzt die Schraube nicht verlieren. Und wir haben sie. Oh. Sehr gut. Dann müsst ihr die Kammer mit etwas Schwung runterholen. Da ist noch ein Schwallblech drin. Und jetzt sehen wir die Innereien vom Motor. Jetzt müsst ihr das Gehäuse schön ölfrei abwischen. Putzen ist immer das Wichtigste bei sowas. Müsst ihr die Dichtungsreste an den Kanten entfernen, ja, aber so, dass sie nicht in den Motor fallen. Hier an den Ecken haben die Hochtemperatur-Silikon benutzt. So.
So, das muss jetzt alles schön sauber weg. Die haben das hier nur in den Ecken geklebt und auch da machen wir es nur. So, und auch der letzte Rest ist noch weg. So, danach müsst ihr das alles schön mit Nitro sauber reiben oder Aceton, könnt ihr auch nehmen. Wer gut putzt, der gut dichtet. Deckel, müsst ihr natürlich die Dichtung auch abziehen. Sehr gut. So, jetzt müsst ihr es wieder schön putzen. Auch die Gegenseite reibt ihr schön mit Nitro sauber. Die neue Dichtung ist nicht symmetrisch. Vorsicht, hier ist es steiler. Das kommt natürlich auf den steileren Teil und hier ist es runder. So, sie drückt sie überall schön auf die Kante drauf. An den Ecken muss jeweils zusätzlich noch Hochtemperatur-Silikon. Jetzt müsst ihr nur aufpassen, das darf nicht hier den Ölkanal blockieren. Montieren wir natürlich auch das Schwallblech. Das ist symmetrisch. An den Ecken muss wieder Hermetik drauf. Hier an den Ecken, da kann man ein bisschen machen. Hier, aber nicht zu viel, sonst blockiert es den Ölkanal. Wenn ihr das Schwallblech nicht vergessen habt, dann könnt ihr den Deckel wieder richtig rum, die Entlüftung ist ja hinten, aufsetzen. Und jetzt dreht er langsam mal die Schrauben wieder rein. Gerade mal auf Kontakt drehen, von der Mitte nach außen. So. Ja? Gut, gut, gut. Ja. Also von der Mitte über Kreuz, so weit wie es geht. Immer so weit, wie es mit der Hand geht. Ja, weiter. Weiter. Jetzt dreht er sie in zwei Stufen. Ich habe mal mit 6 Newtonmeter angefangen. Fest, bis es klappt. Bis es klappt, Veronika. Weiter. Gut. Über Kreuz. Soll da hinstehen. Ich ja nicht. Ja. Okay. Und jetzt die. Okay, sehr gut. Und jetzt mit 10 Newtonmeter. Gut. Und die letzte mit 20. 10 Newtonmeter natürlich. Gut. Dann dürft ihr die ganzen Stecker nicht vergessen. Und natürlich die Entlüftung kommt auch wieder drauf. Dann kommt die Klemme drüber. Veronika, hol mal einen Schraubenzieher zum Anziehen. Ja.
den müsst ihr so drauf machen, dass natürlich die Schiene frei bleibt, sonst gibt es nachher keinen Platz für den Deckel. Finger zieht er nur leicht fest, das genügt vollkommen. Kleidung für den Bremskraftverstärker wieder hier einfädeln. So, jetzt könnt ihr die Unterdruckleitung hier wieder draufstopfen und dann müssen wir die ganzen Schrauben wieder festmachen. Okay, Veronika? Okay. Dann könnt ihr die Leitung hier wieder einklipsen, dann ist alles wieder gut. Veronika montiert jetzt noch die Verkleidung. Richtig drauf drücken. Drücken, 90 Grad drehen. Perfekt. Klasse. Rüber. Mit meiner großen Expertin Veronika habe ich es wieder geschafft. Jetzt müsst ihr fleißig auf die Werbung drücken. Wenn ihr nämlich auf die Werbung drückt, kriegt Veronika mehr Taschengeld. Also, tschüss, bis zum nächsten Film.